Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und heute schauen wir uns wieder drei sehr, sehr coole Mods für das Spiel an. Und die erste ist diese hier. Das ist der Christi Campsus. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich hoffe. Habe ich vorher noch nie gehört. Sieht aber richtig cool aus. Vor allem diese Kombination aus zweibeinigen Laufen und vierbeinigen Laufen finde ich sehr, sehr cool. Boah, sieht der böse aus. Wenn ich das auf die Schnelle richtig gelesen habe bei Wikipedia, ist das ein Landkrokodil, was vor über 1 Million Jahren oder sowas gelebt hat ungefähr. Den Zeitraum weiß ich nicht genau, aber der hat auf jeden Fall nicht zur Dinosaurierzeit gelebt. Ich hoffe, ich bin da richtig informiert. Falls ich falsch liege, korrigiert mich gerne. Das sieht so unfassbar cool aus. Richtig böse. Ich weiß gar nicht, welches Model der benutzt, also welches Skelett und welche Animation. Ist das eventuell der Indoraptor? Läuft der auf zwei Beinen? Ich glaube schon, ne? Wenn er sprintet, läuft er, glaube ich, auf zwei Beinen. Bin mir gerade echt unsicher. Aber es sieht verdammt cool aus. Was hat denn der jetzt vor? Ich glaube, der interagiert gerade mit den Leuten da oben in der Beobachtungsgalerie. Was ist das böse? Richtig, richtig böse. Ich glaube, die Mods gab es auch schon länger. Allerdings ist die jetzt als neue Spezies gekommen. Also vorher war die nur eine Replacement-Mod. Und ich habe die mir auch noch nie angeguckt. Was echt eine Schande ist, weil ich die richtig cool finde. Den schauen wir uns gleich natürlich auch noch auf der Jagd und beim Kämpfen und sowas an. Da bin ich auch besonders gespannt. Da werden wir dann hoffentlich auch rausfinden, was für ein Skelett der benutzt und welche Animation. Ich gehe jetzt erstmal vom Indoraptor aus, so von der Körperhaltung her und von dem Laufen. Kommt das, glaube ich, schon ganz gut hin. Ich hoffe, der büxt jetzt hier nicht aus. Der läuft nämlich straight hier auf diese Ecke zu. Na, wir gucken mal. Wenn er ausbüxt, fange ich ihn wieder ein. Gar kein Problem. Ich zeige euch den jetzt nochmal hier im Brutkasten, also in der im Entwicklungslabor. Christi Campsus. Die Originalwerte sind übrigens ein bisschen anders. Ich mache mal kurz die Modifikation hier raus. Dann seht ihr auch mal die Originalwerte. So, da habt ihr sie. Also sind nicht so krass, aber ich habe den ordentlich getuned. Ah, das Bild und sowas fügt sich sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, wir machen nochmal eben schnell einen anderen Skin und lassen den auch noch frei. Dann schauen wir uns den im Kampf an. Da bin ich super gespannt. Weil optisch finde ich den wirklich mega nice. Sieht sogar farblich leicht anders aus. Der ist jetzt aber nicht so gelb, glaube ich. Fügt sich daher nicht so ganz gut. Also er fügt sich trotzdem gut in die Landschaft hier, aber nicht so gut wie der andere. Der war nämlich perfekt für diese Landschaft. Ich finde ja auch die Maserung sehr cool mit diesen ganzen Strichen. Also da wurde richtig viel Arbeit reingesteckt, dass das cool aussieht. Und die Mod ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Muss man einfach sagen. Ist der andere eigentlich ausgebüxt? Das finden wir jetzt mal raus. Nee, ist er nicht. Perfekt. Die sollten sich übrigens auch verstehen. Standardmäßig sind die bei einer sozialen Gruppe von 1 bis 8. Also das sollte alles funktionieren. Unser erstes Opfer für heute ist ein relativ schwerer Saurier. Nämlich ist das der Nigersaurus. Der jetzt von dem Christi Campsus erlegt wird. Boah, das war ja eine nice Animation. Das war ja richtig cool. Das ist definitiv der Indoraptor. So wie der da drauf gejumpt ist. Okay, die Mod gefällt mir immer besser. Die ist ja übelst cool.
Und das nächste Opfer wird ein Uluru Titan sein. Da bin ich jetzt mal gespannt. Weiß gar nicht, ob ich die Animation jemals gesehen habe. Boah, das war ja ein krasser Jump. Ziemlich cool. Ich glaube, das gucke ich mir nochmal aus einer anderen Perspektive an. Diese Animationen sind so cool. Und die funktionieren halt auch richtig gut. Ich habe aber die Indoraptor-Animation auch ewig lang nicht gesehen, muss ich sagen. Vielleicht müssen wir uns die irgendwann nochmal alle gemeinsam angucken. Irgendwie habe ich da Lust zu gerade. Aber das heißt ja eigentlich auch, wenn dieser hier die hat, dass zum Beispiel E750 von Camp Credits halt die auch hat. Vielleicht kann ich da ja auch nochmal ein Video machen, wo wir uns dann noch weitere Animationen angucken. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch sowas interessieren würde. So, einen letzten machen wir noch schnell. Der sollte auch schnell gehen. Das ist ein kleiner Hubs. Oh, was macht er denn jetzt? Warum dreht er ab? Hat er jetzt nur angetäuscht? Nee. Ja, das ging ruckzuck. Aber ihr seht ja, wie gut diese Animationen funktionieren. Und die sind halt alle auch, glaube ich, unique. Also die hat, glaube ich, nur der Indoraptor, beziehungsweise auch der Christi Kamsus damit. Ah, eine richtig coole Mod. Feiere ich mega. Und die nächste Mod für heute ist ein kleiner Fleischfresser, der sehr, sehr interessant aussieht und sich sehr schnell bewegen kann, wie ihr seht. Der sprintet hier schon ordentlich los. Hat auch coole Farben. Wo rennt er denn so hin? Ich glaube, der will erstmal zum Wasser. Da haben wir ihn. Das ist jetzt auch gerade ein perfektes Bild eigentlich, so von der Sichtbarkeit. Können wir uns den mal in Standbild angucken. Der Dämonosaurus. Sieht auch so ein bisschen so aus, als wäre der von einem Dämon besessen. Aber ist sehr, sehr cool vom Skin jetzt her. Und auch die Bewegungen sehen sehr gut aus. Echt interessant, muss ich sagen. Ich finde sowieso, dass aktuell das Niveau von den Mods, also wie die umgesetzt sind, ob die von den Skins gut sind und vom Model und sowas und von den Animationen, das ist extrem gestiegen. Also das Niveau ist sehr, sehr hoch bei den Moddern mittlerweile. Die geben sich da echt viel Mühe. Na, das sieht alles super aus. Das Fleisch guckt so ein bisschen aus dem Kopf raus, wenn das frisst. Zumindest war es gerade der Fall. Jetzt geht's aber. Ja, so ein bisschen guckt es ab und zu aus dem Kopf. Aber das finde ich halb so wild. Der sieht aber echt böse aus. Also dem will ich nicht begegnen. Ich zeige euch den jetzt auch mal direkt im Entwicklungslabor. Nicht wundern, da ist noch ein Anki drin. Und hier ist er übrigens im Bild, mit dem Bild auch perfekt eingefügt. Dämonosaurus. Ich frage mich, ob der Name wirklich daherkommt, dass der so aussieht, als wenn er besessen wäre. Könnte ich mir gut vorstellen. Lassen wir mal einen gemeinsam frei. Der hat auf jeden Fall einen anderen Skin. Der hat jetzt hier lila statt rot. Das ist jetzt Küstengebiet. Ah, guck mal, der ist dunkler. Diese kleinen Fleischfresser sind immer teilweise echt schwer zu beobachten, muss man sagen. Weil die halt gerade mal so groß sind wie das Gras. Ich glaube, die haben sich übers Wetter unterhalten. War auch wieder nur eine sehr kurze Unterhaltung. Jetzt werden wir, glaube ich, gleich hier ein Spektakel erleben. Der Regen scheint jetzt auch zu verschwinden. Perfekt. Ich habe hier nämlich mal einen Stigimoloch freigelassen. Bin ich jetzt gleich mal gespannt, wie der sich so schlagen wird gegen den Dämonosaurus. Oh, ich glaube, jetzt treffen sie ja gleich aufeinander. Dämonosaurus gegen Stigimoloch.
Bin gespannt, wer sich durchsetzt. Sieht auf jeden Fall super interessant aus. Der Stigi landet hier jetzt noch einen harten Treffer. Und noch einen Treffer. Ich glaube, der Kopf ist unten. Ist auch mal ein cooles Ende. Es gewinnt mal nicht der gemoddete Dinosaurier. Aber auch eine coole Animation. Und ich muss sagen, der Dämonosaurus, auch eine sehr, sehr gelungene Mod. Und Kannibale ist er auch, anscheinend. Das juckt ihn hier gar nicht. Er frisst hier direkt seinen Artgenossen auf. Ich sag ja, der ist besessen vom Dämon. Und als letzte Mod haben wir einen Wassersaurier. Nämlich den Ophthalmosaurus. So leicht delfinartig, würde ich sagen. So wird es übrigens geschrieben. Ophthalmosaurus. Sieht natürlich jetzt an Land total bescheuert aus. Werden wir aber gleich noch ins Wasser lassen. Dann wird das Ganze hoffentlich besser funktionieren. Aber das hier ist das Model. Wir können auch direkt mal pausieren. Dann kann man das ganz gut sehen. Farblich finde ich das ganz cool, muss ich sagen. Die Bewegungen sind natürlich wieder ein bisschen fragwürdig, aber das ist ja bis jetzt bei allen Unterwasserkreaturen so. Schauen wir uns den mal beim Trinken an. Gucken, wie das aussieht. Ich meine, das würde man unter Wasser gar nicht sehen. Aber das funktioniert sogar gut. Er trinkt sogar mit seinem Schnabel oder was das ist da vorne. Scheint zu funktionieren. Ich zeige euch den auch mal direkt hier im Entwicklungslabor. Nicht ablenken lassen von den anderen Mods. Hier ist er. Ophthalmosaurus auch mit einem schönen Bild eingefügt. Das hier sind die Werte. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt gemeinsam noch einen zweiten Skin schnell frei. Oh, es gibt keinen zweiten Skin. Wie traurig. Dann lassen wir so noch einen frei. Das heißt, es gibt auch leider nur diese eine Farbe. Da kommen sie angerannt. Durcheinander laufen sie. Perfekt. Wobei man muss halt sagen, wie diese Animation aussieht, ist eigentlich auch relativ egal. Weil Fressen und Trinken findet logischerweise bei solchen Lebewesen im Wasser statt. Da sieht man das in der Regel dann nicht. Aber selbst das funktioniert ganz gut. Bis auf das Fleischstück, was ein bisschen komisch fliegt. Aber das haben wir ja schon häufiger gesehen. Ich muss sagen, ich finde es sehr interessant, aber ich bin jetzt nicht mega hyped oder so. Weil normalerweise freue ich mich immer sehr über Unterwasserkreaturen, aber diese, ich weiß nicht. Aber vielleicht kann mich das Ganze ja im Wasser ein bisschen mehr überzeugen. Da bin ich jetzt gespannt, wie der sich im Wasser machen wird. Wir sind jetzt hier auf Isla Tacaño. Hier ist immer sehr trübes Wasser, das heißt, da kann man nicht so gut durchschauen. Vielleicht ist das auch nicht die richtige Insel. Vielleicht ist auch Isla Muerta Wasser eher so das Richtige. Also dieses Küstenwasser, was durchsichtig ist. Oh Gott, man sieht ihn ja erstmal jetzt gar nicht. Perfekt. Müssen wir gleich mal ein bisschen das Wasser niedriger machen. Oder flacher machen. Da ist er. Müssen wir jetzt mal auf die richtige Höhe bringen. Wäre das eine gute Höhe? Ungefähr, ne? Ich sehe jetzt schon auf den ersten Blick, dass mir das nicht so gut gefällt. Diese Bewegung sieht einfach doof aus. Die passt irgendwie nicht. Und wenn das Wasser jetzt noch durchsichtiger wäre, als es hier jetzt schon der Fall ist, dann würde das ja noch schlimmer aussehen, glaube ich. Ist natürlich immer cool, neue Wasserspezies zu bekommen. Aber da muss wirklich irgendwie noch was an den Animationen geschehen. Beim Mosasaurus konnte ich da ja noch so ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber da sah es auch nicht ganz so schlimm aus wie hier, oder? Weil ich finde, hier passt das halt überhaupt nicht. Weil der sieht halt so klein und flink aus. Und jetzt, man sieht halt wirklich, dass der noch irgendwie so die Mega-Laufbewegung drin hat. Aber Leute, das war's mit dem heutigen Video. Alle Mods, die ich euch gezeigt habe, sind natürlich in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.